Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin der Bill Sparfox und mit dieser Sendung sollen Sie natürlich auch heute wieder Geld und Ärger sparen. Und Sie, die Zuschauer, haben uns wirklich ganz tolle Fälle geliefert. Zum Beispiel geht es um Tortenärger. Also ganz wirklich ganz spannend. Ärger mit der Bäckerei. Und natürlich auch das Dauerthema Reise. Alles das werden wir behandeln. Und wir werden zum Schluss der Sendung auch einen Zuschauersong hören. Extra für diese Sparfox-Sendung. Also es bleibt spannend. Seien Sie dabei. Viel Spaß. Es geht um Ihr Geld. Ja, noch einmal herzlich willkommen zu dieser Sendung und wir steigen gleich ein mit dem Dauerthema Reiseärger, Reisewarnung hier, da kommt kein Geld zurück, wirklich, da ärgern sich so viele Leute so richtig darüber und das will ich auch besprechen, unter anderem mit Arndt Kempkens, unser Reiseexperte, heute wieder aus Gelsenkirchen zugeschaltet. Hallo Herr Kempkens. Hallo nach Berlin. Es ist tatsächlich wirklich frustrierend, da will man schon in Urlaub fahren, entweder darf man nicht oder die Reise wird abgesagt und dann muss man am Ende auch noch seinem Geld hinterherlaufen und das ist Danny Tesma passiert aus Neustadt Dotte in Brandenburg. Er hatte 3 Reisen gebucht, aber alle fielen aus und da hat er uns ein Handyvideo geschickt. Ich wollte mal berichten, wie der Urlaub oder mein Sommerurlaub mit Corona verläuft. Ja, enttäuschend. Dadurch, dass wir von Montag bis Freitag fliegen und auf Freitag erst spät wieder landen würden, sind die Teststationen nicht mehr offen. Dadurch sind wir gezwungen, zu Hause zu bleiben. Das ist aber nicht der erste Urlaub, der dieses Jahr flach fällt. Bereits im April. Auch da hatten wir eine Woche Mallorca gebucht. Den Urlaub konnten wir auch nicht antreten. Und im Juni konnten wir den Urlaub und die Reise nicht antreten, da Personalmangel war. Also haben wir jetzt und mussten wir den 3. Urlaub absagen. Das war mal ein kurzer Auszug aus meinem Sommerurlaub mit Corona, der suboptimal gerade läuft. Oder hören wir aber ganz schön viele Enttäuschungen. Danny Tesma, klar, der ist natürlich sauer. Arndt Kempkens, wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in den Urlaub fahren kann, ist es dann vielleicht auch manchmal so, dass der Reiseanbieter einen Urlaub absagt, weil es für ihn einfach finanziell kein großer Erfolg sein wird? Also das, den Eindruck hat man. Den Eindruck hat man übrigens auch bei Flügen. Und was wir hier gehört haben, ist ja tatsächlich schon so Champions League des Reiserechts oder des Reiseärgers, kann man sagen. Ärgerlicher geht kaum. Und man hat tatsächlich den Eindruck, dass so gerade in der letzten Zeit so Lockvogelangebote auch so ein bisschen gemacht werden. Und wenn die eben nicht ganz voll werden, dann wird wieder abgesagt. Das ist total ärgerlich. Und da kann ich wirklich immer nur an die Rückzahlungsfristen auch erinnern. Bei Pauschalreisen sind das 2 Wochen. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Und bei Flügen ist das 1 Woche. Das steht so in der EU-Fluggastrechteverordnung. Ja, und innerhalb dieser Frist muss einfach zurückgezahlt werden und da bitte unbedingt Druck machen. Es gibt ja wirklich diese Sonderregelung zum Thema Corona, aber tatsächlich, wenn eine Gesellschaft einen Flug absagt, weil es sich für sie nicht lohnt, weil nur 10 Gäste im Flieger sitzen würden, ist das noch dann verständlich, dass man dann auch wirklich überhaupt keine Entschädigung bekommt? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich meine eigentlich, dass da sogar ein Schmerzensgeldanspruch besteht. Denn wenn so eine Reise vereitelt wird, also wenn da irgendwas nicht so richtig hinhaut, denn die Reise soll ja gerade dazu da sein, dass man sich erholt. Und wenn hier, ich sag mal, ein Verschulden der Gesellschaften gegeben ist, denn normal Absage wegen Corona ist natürlich kein Verschulden der Gesellschaften, da können die Gesellschaften auch nichts dazu. Aber wenn die Gesellschaften hier Reisen zusammenstellen, die gar nicht so wirklich dann geleistet werden können und wo man so sagt, ja, wir wollen mal gucken, was passiert, da kann man schon fast von Verschulden ausgehen. Und wenn wir Verschulden haben, dann haben wir auch einen Anspruch auf Folgeschäden, nicht nur Erstattung, sondern eben gegebenenfalls, wenn ich vor Ort einen Mietwagen gebucht habe, kriege ich das Geld dann gegebenenfalls zurück und ich habe sogar einen Anspruch eventuell auf Schmerzensgeld. Das ist die entgangenen Urlaubsfreuden, das ist so eine Art Schmerzensgeldanspruch und das ist bei Verschulden der Fall. Und wenn hier also bewusst der Reisende in die Irre geführt wird, dann ist so ein Anspruch in Einzelfällen sogar gegeben. Wir kommen zum nächsten Zuschauerfall und zum nächsten Zuschauervideo. Andi Sukop aus Lemgo hat uns ein Handyvideo geschickt.
Ich mache dieses Video, um euch um Hilfe für meine Eltern zu bitten. Die beiden haben im letzten Jahr eine Reise nach Südafrika gebucht. Die Flüge haben die beiden über opodo.de gebucht mit South African Airlines. Da geht es um mehrere tausend Euro. Und ja, sowohl opodo.de als auch South African stellen sich natürlich quer. Das Geld für die Flugtickets hätten die beiden natürlich gerne wieder. Und da man nicht weiß, wann und wie sie da nächstes Jahr hinfliegen können oder ob sie da überhaupt generell hinfliegen können. Ja, immer wieder fällt der Name Opodo, haben wir ja fast schon in jeder Sendung. Ann Kempkens, wie sehen Sie den Fall? Also es ist oftmals so ein bisschen so dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Vermittler und eben der eigentlichen Reisegesellschaft oder der Fluggesellschaft. Da wird so ein bisschen versucht, so hin und her zu spielen. Aber oftmals sind das so interne Abreden. Das heißt, mein Ansprechpartner für meine Ansprüche ist immer der Vertragspartner. Wer das ist, steht auf dem Vertrag, auf der Reisebestätigung und an den kann ich mich auch ohne weiteres wenden. Und wenn jetzt versucht wird, mich woanders hinzuleiten, wenn also gesagt wird, ja, dann wende dich auch an den und den, dann kann das vielleicht so ein interner Abrede zwischen diesen zwischen Veranstalter und Gesellschaft sein, wer jetzt sozusagen das Heft in die Hand nimmt und das Geld wirklich bezahlt. Für mich als Anspruchsteller ist das aber egal. Ich muss das Geld eben bekommen und zwar letztlich von dem Veranstalter und deshalb bitte nicht wie so ein Ping-Pong-Spiel hin und her schicken lassen, sondern immer an den Veranstalter wenden. Wie der das jetzt organisiert, wie der das jetzt regelt, das ist eben dann sein Problem, aber nicht das Problem des Reisenden. Ja, oder sonst, wenn alles scheitert, dann tatsächlich versuchen, sofern man mit Visa oder Mastercard bezahlt hat, das über ein sogenanntes Chargeback-Verfahren zurückholen lassen. Ja. Sie haben ja eine Leistung bezahlt, die Sie dann aber nicht bekommen haben. Und tatsächlich ist es auch so, der Sonderfall Opodo. Opodo ist selbst gar nicht der Vermittler, sondern wirklich der Vertragspartner. Und wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Fälle, wo gesagt wird, Mensch, ich habe dann eigentlich mich mit einem Gutschein einverstanden erklärt, habe da auf den Button geklickt, da kam trotzdem nichts. Also wirklich ein ganz, ganz schwieriger Fall. Wir haben natürlich Opodo auch zu diesem Fall befragt und die können sich so schnell nicht äußern, weil die Pressesprecherin ist selbst im Urlaub. Wir kommen zu einem wahnsinnig spannenden Fall, nämlich da geht es gar nicht um Reise, es geht eigentlich um was ganz Kleines, nämlich eigentlich, ich möchte mit jemandem eine Freude machen und zwar mit einer leckeren Torte. Kennen Sie, das sorgt immer für große Stimmung. Und Herr Belopolski aus Aachen hatte da Pech. Er wollte feiern und er wollte einfach die Torte anschneiden und dann passierte was sehr Überraschendes und er hat uns ein Handyvideo geschickt. Zu meinem 34. Geburtstag hat meine Freundin eine Torte für mich in der Konditorei Van den Dael bestellt. Sie wurde extra für mich angefertigt und sah optisch sehr schön aus. Kostenpunkt 85 Euro. Nur als ich die Torte angeschnitten hatte, erlebte ich eine böse Überraschung. Ich konnte meinen Augen gar nicht glauben, was ich dort gesehen habe, nämlich Styropor. Daraufhin habe ich die Styropor-Teilchen probiert, um auszuschließen, dass es sich um Zucker oder sonstiges handelt. Aber nein, das war Styropor. Ich war total enttäuscht. Mein Geburtstag war ruiniert und ich hatte keine Torte mehr für die Gäste gehabt. Ich habe die Torte reklamiert, aber sie wurde nicht angenommen, wonach sie dann im Müll landete. Ja, das ist der Wahnsinn. Also wirklich 34. Geburtstag und da freut man sich über eine Torte mit. Was für eine schöne Überraschung. Und da schneidet man dann rein und denkt so, was ist denn das? Das kann doch nicht etwas Styropor sein. Aber dann hat unser Zuschauer da probiert, es war tatsächlich Styropor. Was ist denn das für eine Torte, Ann Kempkens? Naja, also wenn die Torte mangelhaft ist, so aus dem, das ist ja ein Werkvertrag, den ich da schließe. Also bei einem Dienstvertrag schuldet derjenige, der was machen soll, einen Dienst. Bei einem Werkvertrag schuldet er ein Werk, also die Herstellung eines Erfolges. Und das ist eben hier die tolle Torte, die erstellt werden soll. Also klassischer Werkvertrag. Und da muss man natürlich gucken, ob das jetzt ein Mangel ist. Wenn man nämlich sagt, die Torte wird auf einem, ja ich sag mal so auf einem Podest aus Styropor geliefert, dann ist das vielleicht noch kein Mangel. Wenn aber die Torte natürlich selber Styropor enthält, ist das natürlich ein Mangel. Geld zurück, eigentlich überhaupt keine Frage. Ja, vor allen Dingen, weil natürlich dann Torte und Styropor ineinander übergehen. Wir wollen jetzt mal horchen, wie Herr Belopolski dieses Malheur selbst sieht. Seien Sie gegrüßt, Ihnen zugeschaltet, wir hören Sie. Wie war das denn? Wie war das denn? Das muss ja grässlich schmecken, eine Torte mit Styropor, oder? Ja, das war schon sehr seltsam, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich Styropor ist. Ich habe dann auch probiert. Ich dachte, das wäre irgendwas Essbares, keine Ahnung, Zucker oder Popcorn oder sonstiges, aber das war tatsächlich Styropor. Und warum haben Sie die Torte dann weggeworfen?
Ja, ich habe, also die Freundin wollte sich halt darum kümmern, dass die halt das Geld auch zurückbekommt. Sie hatte die auf die Torte bestellt für mich, aber da die halt nicht angenommen wurde, ist die dann halt im Müll gelandet. Und Ihre Freundin hat sich da so große Gedanken gemacht und dann dieses Malheur. Ich verstehe das auch, ich bin jetzt kein Tortenexperte, aber natürlich bei sehr hohen Torten müssen die natürlich auch eine gewisse Standfestigkeit haben. Aber hier war die Torte jetzt vergleichsweise klein. Können Sie irgendwie verstehen, warum der Konditor da Styropor hingelegt hat? Nee, das ist wirklich ein Rätsel für mich, weil ich habe ja vergleichbare Torten gesehen, auch auf Instagram und so. Und die wurden halt beim Anschneiden waren die ganz normal, also wie sprich eine ganz normale Torte. Und was ich jetzt zum Geburtstag bekommen habe, das war wahrscheinlich einmalig. Absolut, das war die Styropor-Torte. Und es hat immerhin 85 € gekostet und landet dann im Müll. Wir haben selbst auch mit der Konditorei gesprochen. Die sagen, ja, das sei ja eigentlich klar, dass man da Styropor verwendet. Das sei auch bekannt gewesen. Aber ihre Freundin hat davon nichts gehört. Nein, also Styropor in der Torte ist ja schon was Merkwürdiges. Also sowas hat eigentlich niemand gehört. Und ja, so wie Sie es gesagt haben, vielleicht wenn das als Boden wäre oder so, halt als zur Stabilität, damit man das halt enttarnen könnte, das könnte ich ja noch verstehen. Aber dass es halt mit Glasur überzogen wurde, das ist ja schon einmalig. Also das ist wirklich einmalig. Wir haben so ein bisschen geschmunzelt, obwohl Sie natürlich da den ganzen Ärger hatten. Aber vielleicht beim nächsten Geburtstag klappt es dann auch mit einer Torte ohne Styropor. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Und wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik. Heute geht es um das Thema Fitnessstudio-Verträge während Corona. Da merken wir, da tricksen so verschiedene Studios mit der Laufzeit. Und deswegen hier meine 5 Tipps. Damit Ihnen das nicht passiert. Tipp 1, ermitteln Sie, wie lange das Fitnessstudio überhaupt geschlossen war. Tipp 2, fordern Sie den Betreiber auf, diese Monate einfach hinten ranzuhängen, natürlich als Gratismonate. Tipp 3, stellt sich der Betreiber taub oder Sie bekommen kein Feedback, dann am besten sofort die Zahlung einstellen. Tipp 4, wenn Ihnen der Betreiber entgegenkommt, bitten Sie ihn, das einfach hinten dran zu hängen. Natürlich verlängert sich dann der Vertrag, aber eben nur um die Gratismonate. Und Tipp 5, was sich auch lohnt, einfach kündigen und dann vielleicht neu abschließen oder bei einem anderen Fitnessstudio und dann von Neukundenrabatten profitieren. So, wir machen weiter und haben wirklich was ganz, ganz Lustiges zum Schluss. Und das ist wirklich schön, wenn wir da so tolles Feedback bekommen. Arne Kempkens wird das bestimmt auch sehr, sehr lustig finden. Unser Zuschauer Jochen Anselment aus Kempfelbach in Baden-Württemberg hat uns einen Song geschickt, nämlich einen Sparfox-Song. Der Sparfox ist mein rettender Anker. Und da hören wir mal rein. Im letzten Jahr, da hatte ich noch Kohle. Im letzten Jahr, da war noch was los. Der Chef, er trank mit mir auf mein Wohle. Der Umsatz, ja, der war riesengroß. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwas läuft seit Corona quer. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die Taschen sind seit Monaten leer. Doch da ist Licht am Ende des Tunnels. Ich fühle es doch, ich sehe es nur schwer. Bevor die ganzen anderen es merken, fang ich es ein und hol es mir her. Als Asta hab ich nämlich im Ärmel nen schlauen Mann von Bild TV. Den Sparfuchs als mein rettender Anker, der gibt mir Tipps und Infos für lau. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Vorbei die Zeit, wo ich mich beschwer. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die gute Laune gibt's als Dessert. Die gute Laune gibt's als Dessert. Wow, was für ein Song. Vielen Dank, Jochen Anselment. Das ist wirklich toll. Das hat Spaß gemacht. Auch Arne Kempkens hat gegrinst. Wahnsinn, was die Zuschauer alles können. Großartig, großartig. Ich finde, der Text passt auch. Also ich finde es astrein.
Jetzt fehlt nur noch ein Song für Arne Kempkins. Also auf den müssen wir auch noch mal irgendwann einen Song anstimmen. Ich hatte ja gehofft, dass ich irgendwie auch erwähnt werde, aber er hatte nur Augen für den Chef. Sie brauchen nicht unbedingt einen Song zu dichten, um in dieser Sendung zu sein. Wir wollen Ihnen helfen, wenn Sie Ärger haben. Also schicken Sie einfach ein Handyvideo und schildern Sie, was Sie so richtig nervt, wo Sie sich reingelegt gefühlt haben. Und schicken Sie das als WhatsApp an 0171 959 2211 oder ganz klassisch per E-Mail. Wir kümmern uns drum. Wir geben anwaltlichen Rat durch Arne Kempkins oder schalten bei Bedarf auch Bild kämpft ein. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und ich freue mich schon auf die nächste Sendung mit Arne Kempkins und natürlich auch mit Ihnen und weiterhin so tollen Zuschauern. Also bis dann. Sagt Tschüss, Ihr und Euer Frank Ochse.